Hallo liebe Zuschauer, wir befinden uns in den Räumlichkeiten der Deutsch-Kasachischen Universität. Hier findet die Präsentation eines besonderen Fahrrads statt, des sogenannten Cargo Bike. Sehen Sie in unserem Beitrag, was es damit auf sich hat. Das Projekt Cargo Bike Logistik Almaty an der Deutsch-Kasachischen Universität fordert nachhaltige Logistiklösungen in Kasachstan. Der aktive Einsatz von Lastenfahrrädern soll dabei helfen. Die Folgen der Motorisierung sind in Almaty deutlich spürbar. Daher ist kompakter und umweltfreundlicher Verkehr ein relevantes Thema. Ein Lastenrad ist nicht gleich ein Fahrrad. Es ist ein alternatives Fortbewegungsmittel, das für den Transport von Gütern ausgestattet ist. Ein Lastenrad zeichnet sich durch seine Umweltfreundlichkeit und Mobilität aus. Beispielsweise bietet es die Möglichkeit, an Orte zu gelangen, die man nicht mit dem Auto befahren darf. Hauptredner ist Tom Assmann, Leiter der Forschungsgruppe Logistische Transportsysteme an der Universität Magdeburg. Wir stehen hier gerade in Almaty bei der Deutsch-Kasachischen Universität am ersten Schwerlastenfahrrad, vermutlich das erste Schwerlastenfahrrad in Kasachstan. Es ist ein Forschungsprojekt zwischen der Universität Magdeburg und der Deutsch-Kasachischen Universität. Und da geht es darum, herauszufinden, wie Lastenfahrräder in Almaty in Kasachstan eingesetzt werden können, um nachhaltige Mobilität, nachhaltige Logistik hier voranzubringen und hier auch neue grüne Jobs. Das, was Sie hier sehen, ist ein Elektroschwerlastenfahrrad. Das Fahrrad kann ca. 300 Kilogramm Nutzlast transportieren oder eine Europalette in den Abmaßen hinten in dieser Box. Sie setzen sich hier vorne in das Fahrerhaus rein, dann pedalieren Sie und damit ist es ein Fahrrad und Sie können auf den Radwegen fahren. Es ist 1 Meter breit, damit passt es hier auch perfekt auf die Radwege und idealerweise fahren Sie damit auch am Stau vorbei. Auf der Veranstaltung wurde ein in Deutschland hergestelltes Lastenfahrrad vorgestellt. Die Gäste hatten die Möglichkeit, im Rahmen einer Probefahrt die Verkehrstauglichkeit und Belastbarkeit des Cargo-Bikes zu bewerten. So after driving the cargo bike, I found it to be quite easy to maneuver. I think that on the bike lanes in Almaty, it would be very useful and easy to use, not only for people who transport cargo, but also perhaps for the local delivery people who transport food in the city. And so I think it's a very useful and important project, especially since it has zero carbon emissions. And I'm looking forward to many more of these bikes being used and implemented in the city of Almaty.